Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr noch da seid. Ja, ist super, danke. Ich bin Christiane und bin auf Poetry Slams hier in der Gegend unterwegs. Vielleicht war der eine oder andere schon mal bei einem Poetry Slam. Ja, schön. Das, für die anderen, das ist ein Dichterwettstreit, bei dem kurze Texte, 5, 6, 7 Minuten vorgetragen werden und am Ende gewinnt einer einen Tagespreis. Und ich werde hier heute einen Text für euch vortragen, der sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst und generell mit den Fragen, die ich mir jeden Tag stelle, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Nachrichten schaue. Was machen wir Menschen eigentlich mit dieser Welt und wie weit haben wir uns von der Natur entfernt? Davon handelt mein Text. Er heißt Homo Defectus. Ich liebe Buchhandlungen, also die mit Menschen und Papier. Wenn mich jemand fragt, ob ich ein Kindle habe, dann sage ich, ja, habe ich. Er ist 9 Jahre alt und liest auch wahnsinnig gern. Jedenfalls treibe ich mich gerne in Buchhandlungen herum und schaue mir an, was die Leute so lesen wollen sollen. Und ganz ehrlich, danke. Es sieht nicht rosig aus. Und ich denke jetzt nicht an 50 Shades of Grey oder an die skandinavischen Düsterkrimis, in denen Menschen gepfählt, gehäutet oder in Säure aufgelöst werden. Nein, wenn ich der aktuellen Ratgeberliteratur glauben darf, dann ist der Mensch von heute ein völlig unfähiger Zeitgenosse, ein Versager an allen Fronten, eine niedere Lebensform, nur ganz knapp über der Amöbe und der Schildkröte, die durch ihren Hintern atmet. Dass wir nicht kommunizieren können, beziehungsunfähig sind und keine Kinder erziehen können, geschenkt. Das sind ja auch alles schwierige Dinge, quasi die Königsdisziplinen des menschlichen Daseins. Aber ich sehe zunehmend Bücher, die mir die grundlegenden Überlebensfunktionen nahebringen wollen. Locker und leicht laufen. Atmen jetzt. Endlich wieder schlafen. Oder das Notfallbuch gegen Hunger und das schmeckt noch nicht einmal. Wenn man bei Amazon nach dem Thema Ernährung sucht, der findet 22.800 Treffer. Und seit einer Weile dürfen wir auch endlich nachlesen, wie man richtig kacken geht. Da hat Julia Enders eine letzte Goldmine geöffnet. Ich frage mich, wie würden wir Menschen überleben, wenn es diese Bücher nicht gäbe? Würden wir auf Knien durch die Straßen robben, zum Rhythmus von atemlos durch die Nacht atmen oder an Laternenpfählen knabbern, unkontrolliert in Mülleimer kacken? Was ist passiert, seit der Homo erectus zu Fuß und ohne Lauf-App von Afrika nach Europa gezogen ist? Ohne Schuhe mit Gelfußbett und Anti-Schock-Stoßdämpfung? Geatmet hat er bei seinen Wanderungen auch, um nicht zu sterben. Am Abend hat er dann gegessen, was die Natur hergab. Zu 100% unverarbeitete Bioqualität, antibiotikafrei. Und aufgrund der körperlichen Tätigkeit war er erschöpft und ist eingeschlafen. Ohne Medikamente, ohne Atemübungen, ohne progressive Muskelentspannung. Und gekackt hat er zwischendurch, wann er musste. Wir bezeichnen den Homo erectus als primitive Vorform des modernen Menschen. Aber wenn ich mir die Probleme der heutigen Gesellschaft anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, wo der Fortschritt liegt oder ob es überhaupt einen gibt. Vom Homo erectus zum Homo defectus, nichts geht mehr. Aber wenn wir es verlernt haben, zu laufen, zu atmen, ordentlich zu essen und danach zu kacken, was können wir denn dann eigentlich? Gut, man muss zugeben, dass der moderne Mensch viele Probleme gelöst hat, die den Homo erectus täglich zum Rotieren brachten. Er hat eine warme, sichere Höhle, genug zu essen. Er hat wilde Tiere in Zoos und Naturparks verfrachtet. Bei Krankheiten helfen Ärzte und Krankenhäuser. Und dank Flugzeug überwindet er in einer Nacht Distanzen, die für den Urzeitmenschen eine Lebensaufgabe gewesen wären. Diese Probleme sind weg. Für ein Geschöpf, das dafür gemacht ist, Probleme zu lösen, ist das ein Problem. Das ist ja so, als würde man dem Hamster sein Rad wegnehmen oder dem Pilz den Fuß. Dramatisch, existenziell. Um dieses Vakuum zu füllen, hat der moderne Mensch eine Fähigkeit entwickelt. Die eine entscheidende Fähigkeit, in der wir den Homo erectus bei weitem übertreffen. Es ist die Fähigkeit, mit jedem gelösten Problem mindestens ein neues zu schaffen. Der moderne Mensch ist also nicht nur ein Meister der Problemlösung, sondern verfügt auch über eine außerordentliche Problemschaffungskompetenz. Zum Beispiel hat er die Lösung des Transportproblems mit dem Klimawandel bezahlt, mit Ölkriegen und Verkehrstoten. Er baut immer größere und schnellere Autos, um sich vor Verkehrsunfällen zu schützen, die weitaus harmloser ausfallen würden, wenn er nicht so große und schnelle Autos fahren würde.
Der Homo defectus fährt mit dem SUV ins klimatisierte Fitnessstudio, um dort auf einem Fahrrad zu strampeln, das sich nicht bewegt, und dabei auf dem Bildschirm die Aufnahme eines Waldweges zu betrachten, anstatt eine Runde mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Und weil er so viel Zeit auf Toiletten verbringt, die der menschlichen Anatomie widersprechen, hat er 243 Sorten Klopapier erfunden, die nach Sommerwiese oder Spekulatius duften. Kurz, mithilfe innovativer Technologie und hoher Kreativität gelingt es dem modernen Menschen, Probleme zu schaffen, von denen der Homo erectus in seiner kalten Höhle nie zu träumen gewagt hätte. Und solange Menschen wie Donald Trump ihren Finger am roten Knopf haben, können wir sicher sein, dass die Probleme nicht ausgehen. Dass das menschliche Dasein trotz Schlaflosigkeit und Verstopfung weiterhin einen Sinn haben wird und dass noch viele, viele Menschen viel Geld mit Ratgeberliteratur verdienen werden. Danke.